dann dachte ich mir, mache ich ein What I Wear in a Week. Oh Gott, das ist so schlimm. Ich kann das nicht aussprechen. Kennt ihr diese Leute, die so englische Wörter so richtig amerikanisch aussprechen? So What I Wear in a Week. Ich habe immer Angst, dass ich das auch so ausspreche. Deshalb versuche ich immer sehr deutsch das auszusprechen, weil ich finde das so schlimm, so cringe, wenn das so richtig amerikanisch ausspricht. Dann habe ich immer Angst, dass andere Leute das an mir auch denken, wenn ich irgendwie sowas auf Englisch sage. Aber auf Deutsch hört sich auch irgendwie doof an. Was ich in einer Woche trage. Auf jeden Fall zeige ich euch in diesem Video hier einfach mal meine Outfits, die ich so anhabe, weil ihr habt ganz oft gefragt, was ich so zur Schule trage, ob ich das mal zeigen kann. Und ich dachte einfach, ich mache das Wochenende da auch noch mit rein. Ist vielleicht noch ein bisschen spannender als nur so immer vor der Schule. Heute ist nämlich auch Sonntag, aber ich dachte mir, ich fange einfach trotzdem schon mal an. Ich habe ein bisschen fertig gemacht, also ich habe hier meinen Schlafanzug noch an, aber habe meine Haare schon mal gemacht, damit ich nicht ganz so scheiße aussehe hier für euch. Jetzt ziehe ich mich an. Ich muss heute ein bisschen lernen für Deutsch und für Physik leider. Stelle ich mal eben hier ab. Dann kann ich euch schon mal meinen Pulli zeigen, den ich heute anziehe, weil den könnt ihr jetzt auch in meinem Shop kaufen. Also ab sofort könnt ihr den bestellen. Ich packe euch den Link mal unten in die Infobox rein. Könnt ihr mal vorbeischauen, falls ihr Lust habt. So sieht der aus. Ich finde, der ist voll cool in diesem Blau hier. Da steht so Spring Break drauf mit so Blümchen. Und dann sieht das hier auf dem Rücken nochmal so aus. Also das gleiche Design nochmal in groß. Finde ich auch cool, wenn man irgendwie so Bilder von hinten macht. Also den ziehe ich auf jeden Fall schon mal hier an. Ziehe ich dazu an. Ich hatte erst überlegt, eine Leggings, aber ich glaube, es könnte ein bisschen zu warm sein heute. Ich glaube, deshalb ziehe ich meine weiße Leinenhose an, weil die ist nicht so warm und die passt, glaube ich, trotzdem gut zu meinem Pulli. Hier, die. Nee, das ist die gar nicht. Hä? Ach, die hängen auf dem gleichen Bügel. Das war doch die richtige. Hier. Genau, ich ziehe mich jetzt mal eben um und dann zeige ich euch gleich das fertige Outfit. So, hier meine Schleife in meine Hose reinmachen. So. Also, so sieht das Top aus. Das ist von Subcute, das ich hier drunter anhabe. Dann meine Hose, die ist auch von Subcute. Ich will meine schrecklichen Socken nicht zeigen. Ich drehe mich mal um. So sieht das von hinten aus. Ich hoffe, meine Kapuze sitzt jetzt richtig. Und weil ich ja gerade eh schon hier meinen Hoodie gezeigt habe aus meinem Shop, dachte ich mir, zeige ich ja noch kurz mein anderes Teil, was es neu in meinem Shop gibt. Mein Handyständer mit dem Häschen. Ich finde, das ist so cool. Ich kann einfach sein Handy immer draufstellen, wenn man zum Beispiel TikTok drehen will oder so. Und man kann das hier auch in der Höhe verstellen, also hoch und runter machen und hier so neigen und kippen. Und ich finde, das ist einfach so süß, weil das hier so Häschenöhrchen hat. Und in diesem hellblau passt es auch gut zum Frühling. Also man kann es so quer hinstellen oder auch so hochkant. Ich drehe da jetzt auch meine TikToks mit oder ich mache immer so. Und dann gucke ich, wenn ich mich fertig mache, immer YouTube-Videos. Also da könnt ihr auch mal, das könnt ihr euch auch mal sehr gerne in meinem Shop anschauen. Wollte ich nur mal kurz zeigen. Sehr süß, oder? Guten Morgen. Ihr seht, habe ich heute Locken. Ich habe meine Boxer Braids gestern Abend drin gelassen. Ich habe überlegt, meine Haare noch zu waschen, aber irgendwie hatte ich auch mal Lust, so Locken zu machen. Und deshalb habe ich die jetzt einfach schnell aufgemacht. Ich muss hier vorne die Strähnen noch ein bisschen gleich locken. Ich überlege, ob ich die offen lasse oder die doch eher in so einen hohen Pferdeschwanz packe. Aber auf jeden Fall habe ich mir schon rausgelegt, was ich anziehen will. Ihr könnt sehr stolz auf mich sein. Gestern Abend noch. Ich ziehe heute an diese Jeans. Die hier, die ist von Subcute. Die hat hier noch so ein paar braune Nähte dran. Und da sitze ich an das weiße Top hier mit den Steinchen. Und das Hemd hier, das ist von Urban Outfitters. Weil ich finde, das passt irgendwie gut zu diesen braunen Nähten dann noch dazu. Genau, ich muss mich heute ein bisschen beeilen. Ich habe nämlich heute eine Deutscharbeit in der ersten Stunde. Und dann habe ich nicht so spät kommen. Und sonst bin ich immer so spät. Also bin ich heute auch ein bisschen früher aufgestanden, damit ich noch diese Szene hier für euch filmen kann. Jetzt bin ich jetzt mal eben anwartet. So sieht's aus. Ich habe jetzt noch keine Schuhe an, aber jetzt zeige ich euch gleich noch, welche ich anziehe. Muss ich noch überlegen. Und jetzt packe ich noch meine Ringe an. Dann locke ich noch schnell meine Haare vorne noch ein bisschen mehr. Okay, wir sehen uns gleich, wenn ich ready bin. Guten Morgen. Heute ist ein neuer Tag. Und ich bin dann aufgewacht mit diesem Vogelnest hier. Ich muss gleich mal gucken, was ich mit meinen Haaren mache. Was für eine Frisur. Und jetzt habe ich aber erstmal das Problem, was ich anziehe. Ich weiß es nicht. Ich muss mal Siri fragen, wie das Wetter wird. Welches Wetter wird heute auf Mallorca? 18 Grad. Regenwahrscheinlichkeit 0%.
Ich glaube, ich ziehe mir meine kürzere Sweatshirtjacke an, weil ich habe sonst immer meine langen angehabt. Nur die habe ich jetzt wirklich so oft immer getragen. Ich glaube, ich ziehe heute mal die an. Das ist so eine kürzere schwarze von Brandy. Und dazu, let me see, ich könnte sowas anziehen. Das war Langarm. Das habe ich noch gar nicht angehabt. Das ist von Urban Outfitters. Okay, das ist das Fit. Mein Tipp, Leute, lege ich das Outfit immer noch mal so zusammen hin, dann sieht man schon mal, wie es aussieht. Guck mal, das kann ich nicht in der Schule anziehen. Das ist hier viel zu weit so ausgeschnitten und hier ist es auch noch bauchfrei. Also nee, da fühle ich mich nicht wohl, wenn ich das in der Schule anhab. Auch wenn ich die Jacke darüber anziehe, aber ich suche jetzt mal ein anderes Oberteil. Okay, ich habe mich jetzt hier für dieses Basic weiße T-Shirt von Zara entschieden. Dazu habe ich diese schwarz-weiße Kette hier angezogen von La Luma Chains und meine Leggings, die ist von Lululemon. Und dann ziehe ich, glaube ich, gleich meine schwarz-weißen Dunks dazu an. Aber wir haben schon 7.58 Uhr, ist gleich 8 Uhr, ich muss mich beeilen. Okay, das ist jetzt das finale Outfit. Meine Strähne hier vorne ist noch gelockt und mein Zopf hier an der Seite gemacht. Das Beste, was mir eingefallen ist. Ich muss die auf jeden Fall waschen. Und da habe ich hier die Schuhe an. Das sind meine Panda Dunks, heißen die, glaube ich, von 750 Kicks. Da ist Lindy. Und jetzt muss ich los. Guten Morgen. Ich bin mich gerade noch am Entpuffen, Leute. Ich habe mir so ein Ice Roller Ding geholt. Das kann man so einfrieren im Tiefkühl. Und es ist so angenehm, wenn man das so morgens auf sein Gesicht drauf macht. Im Sommer ist das bestimmt voll geil. Also das soll so ein bisschen das Gesicht entpuffen, wenn sich das nachts so aufpufft. Ich weiß, manche würden sagen, das bringt überhaupt nichts. Darum reibt man sich da irgendwas in seinem Gesicht rum. Aber ich find's cool. Aber es ist ja nicht mehr so viel Zeit, um hier weiter mal im Gesicht schön rumzurollen. Aber ich habe mir schon rausgelegt, was ich anziehen will heute. Nämlich habe ich den Pullover hier geholt. Und ich wollte jetzt eigentlich eine schwarze Jeans anziehen, weil da steht halt so ein schwarzes drauf. Nur ich habe leider keine schwarze Jeans. Deshalb habe ich mir überlegt, ziehe ich meine hellblaue Jeans mal an. Die ist von Hollister. Die hatte ich im Sommer so, so oft an. Ich habe die in zwei verschiedenen Größen, das war meine Lieblingsjeans. Und dann ziehe ich da drunter noch das schwarze Top hier von Brandy. Okay, bin fertig. Ich muss aufpassen, dass ich nicht auf Linda trete. Die sitzt hier unten in meinem Chaos. Hola! Also, der Pullover hier, der ist von Pretty Little Thing übrigens. Und da ziehe ich meine Jeans. Mann, mich nervt das. Kann man nie so richtig sehen. Meine Jeans. Ich glaube, ich gehe mal hier zu dem Spiegel hin. Bitte beachtet nicht mein Klamottenchaos, das ich im Hintergrund veranstaltet habe. Ich wollte für euch das beste Outfit raussuchen und deshalb liegen die anderen Klamotten alle auf dem Boden. Okay, jetzt seht ihr es nochmal genauer. Hier, die Hose hat so ein Loch drin. Ich weiß nicht, ob ich meine Haare nochmal ein bisschen mit einem Zöpfchen vielleicht aufheppe oder so. Mal gucken, wie viel Zeit ich noch habe. Okay, ich ziehe jetzt hierzu einfach noch meine grünen, rosa Jordans an, weil ich fand, das passt mit den Schnürsenkeln zu meinem Pulli. Schuhe sind an. Das ist das Outfit, so sieht's aus. Ich hab noch so einen Zipfel in meine Haare reingemacht hier. Und da muss es los. Bis später. Wie kurz meine Haare so sind, Leute. Das gibt's doch nicht. Ich muss die jetzt kämmen, sonst sind die so lang, wenn die glatt sind. Auf jeden Fall, guten Morgen. Ich muss meine Haare jetzt auch ein bisschen hier ausschütteln. Die bleiben nicht so, keine Sorge. Aber ich gucke jetzt mal, was ich anziehe. Ich schreibe halt Physiktest. Wünsche mir Glück. Ich glaube, ich ziehe jetzt hier diesen Pullover an von Brownie und darunter ziehe ich noch das Top hier, weil sonst ist mir das ein bisschen zu kalt. Und mit dem sehe ich auch schön schlau aus in meinem Physiktest. Hallo, ich bin Mario und ich möchte an Cambridge studieren. Und dazu ziehe ich, glaube ich, meine Cargohose an. Die hier. Ich ziehe mich schnell um. Okay, so sieht's aus. Ich zeige es jetzt mal in dem Spiegel, sieht man es ein bisschen besser. Ich wundere, ich habe noch meine Kuschelsocken an. Die ziehe ich aber gleich um. Die Hose hier, die Cargo Jeans, ist von Subdued und das Oberteil hier ist von Brownie.
meine Kette, die ist von Tiffany. Da habe ich noch meine Ringe an, die sind von Pandora. Nur der hier, meine Chat ist einfach nicht scharf. Hallo. Nur der hier da oben, den habe ich geschenkt bekommen, deshalb weiß ich gerade nicht, woher der ist. Ja, jetzt muss ich noch Kontaktlinsen reintun und Zähne putzen und dann bin ich fertig. Irgendwie immer das Final Fit. Ich habe meine Schuhe hier angezogen, die sind von Golden Goose. So sieht man die besser. Und dazu habe ich jetzt auch noch meine Weste drüber gezogen, die ist von Hollister. Und jetzt muss ich los. Bis später. Morgen, ich habe mich gerade fertig. Ich habe heute Sport, deshalb muss ich gleich meinen Sportdress anziehen. Ah, wir haben so eine blöde Kleidungsordnung für unseren Sportunterricht. Wir müssen immer dieses T-Shirt von unserer Schule anziehen. Wir haben zum Glück jetzt nicht so, dass wir so Hosen davon anziehen müssen. Wir haben nämlich auch so eine Jogginghose, das sieht aber ziemlich blöd aus. Deshalb dürfen wir mal Leggings tragen. Aber ja, man muss halt dieses T-Shirt anziehen oder diese Jacke. Aber da mir die Jacke zu blöd ist, ziehe ich nur das T-Shirt hier an. Das da. Also ich ziehe eigentlich immer das gleiche an für Sportunterricht. Also ich gehe freitags aber doch schon immer in die Schule, weil keinen Bock mich dann noch irgendwie in der Schule umzuziehen. Für den Fall ziehe ich die so Hose hier an. Meine Lululemon Leggings. Einfach die schwarze hier. Und dazu halt mein T-Shirt. Ich überlege gerade, ob ich die schwarze oder die rosa eine Sportjacke anziehe. Aber ja, das ist ein bisschen farbenfroher. Okay, coole Transition in 3, 2, 1. Tada! Okay, jetzt ziehe ich noch meine Jacke darüber. Und dann ziehe ich noch meinen Schmuck an. Also eigentlich müssen wir den mal vor Sport ausziehen, nur meistens fällt das nicht auf, deshalb lasse ich das einfach immer an. Dieses T-Shirt ist irgendwie extrem lang. Ich habe gerade mein T-Shirt noch ein bisschen in meine Hose so reingesteckt. Dann sieht das besser aus, wenn das nicht so da rauskommt. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich bin dort irgendwie spät dran. Ich weiß auch nicht, eigentlich bin ich früher aufgestanden. Extra, damit ich das hier noch filmen kann. Jetzt komme ich trotzdem wieder hier in den Stress. Noch schnell meine Ringe an. Aber dann bin ich gleich schon fertig. Und jetzt bin ich fertig. Tschüss. Samstag! Ich habe es geschafft, eine Woche mein Outfit zu zeigen. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich jeden Tag früher aufgestanden bin. Heute ist der letzte Tag, wo ich mein Outfit zeige. Das habe ich heute an. Einmal das T-Shirt hier, das ist von Brandy Melville. Das ist schon so kurz, also nicht wundern, ich habe das nicht abgeschnitten. Und dazu hier diese pinke Jogginghose, die ist von Pretty Little Thing. Die ist sehr gemütlich, ich habe die hier einmal so umgeschlagen. Genau, ich brauchte was Gemütliches heute. Weil ich war heute schon fleißig, ich habe mein Armworkout gemacht und jetzt gleich muss ich hier ein bisschen aufräumen, weil guck mal, wie das aussieht. Das ist ja schlimm. Ich war übrigens gerade eben duschen, also nicht wundern, warum meine Haare noch so zottelig aussehen. Ich habe die noch gar nicht gebürstet. Ich wollte die nämlich mal ein bisschen in der Luft trocknen lassen. Und ja, das war's jetzt mit dem Video hier. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Outfit-Inspo bekommen und steht nicht immer vor dem Kleiderschrank jetzt und denkt, was ziehe ich an? Ich weiß, ich habe das Problem auch immer, Leute. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal in meinem Shop vorbeischauen würdet. Wenn ihr was geshoppt habt, dann könnt ihr mich gerne auf Insta verlinken. Ich versuche so viele Sachen zu reposten wie möglich. Genau. Und falls ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne noch einen dicken Daumen nach oben da lassen. Dafür, dass ich früher aufgestanden bin für euch. Nein. Und ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren. Also einfach auf den roten Abonnieren-Button drücken. Genau. Und das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Tschüssi.